psychiatrischer Gutachter wollte mir keine gesundheitliche Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen. Ich habe ihm erklärt, dass es mir nicht an moralischer Verantwortung mangelt. Ich bin lediglich mit seiner Moralität bzw. Mortalität nicht einverstanden. So beginnt meine militärische Laufbahn. Das Schachbrett steht bereit und lockt mit der Aussicht auf den ultimativen Sieg. Ich habe mir die Alkoholsucht des Ausbilders zunutze gemacht, um in die Offiziersausbildung aufgenommen zu werden. Als sie meine Aufnahme vor den Männern bestätigten, habe ich demütig behauptet, ich würde sie nie im Stich lassen. Jetzt muss ich neben dem Ausbildungslager meine Ausbildung zum Offizier absolvieren. Tag 19. Die anderen Männer meines Zuges sind wertlos und schwach. Sie zerbrechen unter den schweren Rucksäcken und dem Schlafentzug. Ich lasse mir meine Schmerzen und meine Müdigkeit nicht anmerken. Die anderen nennen mich bereits General. Die Regierung kann ihre Körper haben, aber ihre Seelen und ihre Loyalität gehören mir. Tag 27. Gefreiter Bonnet, ein annehmbarer Soldat, schmeichelt sich bei mir ein, weil er hofft, er könnte in meinem Windschatten Karriere machen. Es stimmt schon, meine zukünftige rechte Hand sollte ganz unten mit mir anfangen. Das erweckt den Schein von Ebenbürtigkeit. Allerdings eignet sich Bonnet wohl eher als Opferlamm, wenn die Zeit reif ist. Tag 35. Ausbilder Duschko, dieser arme Narr, hält sich tatsächlich für intelligent. Während das fette Schwein lacht, zermalme ich mir die Zähne, um keine Reaktion zu zeigen. Seine Kurzsichtigkeit trieft genauso aus seinen Poren wie sein mit Drogen versetzter Kaffee. Tag 45. Ich habe vor dem gefreiten Bonnet angedeutet, Duschko wäre betrunken. Natürlich mit voller Absicht. Es hat keine Stunde gedauert, bis der gesamte Zug Bescheid wusste. Der Hass der Männer entwickelt sich langsam und gefährlich. Jede Strafe gegen mich stärkt ihre Loyalität. Bald reicht ein kleiner Tropfen, um das Fass zum Überlaufen zu bringen. Tag 50. Ich habe Duschko, den alten Säufer, versehentlich beleidigt, als er eine berechtigte Strafe gegen den gefreiten Bonnet aussprach. Der armselige Hund hat mich angebrüllt und zu einem Gewaltmarsch verdonnert. Die Männer haben mich durch die Fenster der Kaserne beobachtet, wie ich unerschütterlich marschierte. Ihre Augen waren voller Bewunderung. Tag 60. Heute hat Präsident Dante die Basis inspiziert. Diesem Pazifisten fehlt es am Willen, Stärke zu zeigen. Er hatte Mitleid mit dem Stimmvieh, das da vor ihm marschierte. Ich sehe seine Schwäche in jedem seiner Atemzüge. Wenn ich in seinen inneren Zirkel komme, tanzt dieser Mann bald nach meiner Pfeife. Tag 65. Es wird Zeit für eine Tragödie, die Präsident Dante erneut in unsere Basis führen wird. Aber vorher muss ich mein kleines Lamm zur Schlachtbank führen. Heute Nacht setze ich ihm einen Floh ins Ohr. Tag 66. Bonnet ist tot. Ich habe ihn mit einem Genickschuss getötet, ehe er reden konnte. Sein brutaler Angriff hätte Ausbilder Duschko fast das Leben gekostet. Während die Sanitäter ihn wegbringen, sehe ich Schuld und Reue in seinem Gesicht. Ich habe seine Hand gehalten und ihm Mut gemacht, als er dort lag, in seinem und in Bonnets Blut. Tag 75. Der Tag der Abschlussfeier. Die Flagge weht morbide auf Halbmast. Ausbilder Duschko hat in seinem Rollstuhl eine Rede gehalten, in der er meinen Mut im Angesicht des Bösen lobte. Die Männer lieben mich. Der erste Bauer ist gefallen und mit stoischer Gelassenheit bereite ich meinen nächsten Zug vor.
Tag 115. Ich habe mich für einen Posten auf den Südinseln entschieden und bin für die Sicherheit der dortigen Städte verantwortlich. Ich treibe die Ausbildung der Männer voran. Die Spitze des Speers will geschärft sein. Unter mir liegt Costa del Porto, Symbol einer im Schutz von Klippen und Wasser über Jahrtausende gewachsenen Schwäche. Eines Tages werde ich diese Stadt niederbrennen und die Menschen werden jubeln. Tag 250. Geduld und Konzentration definieren die Grenzen der Intelligenz. Duschkos Beförderung zum Oberstabsfeldwebel nach seinem unerfreulichen Unfall benebelt seine Sinne. Der armselige Kretin wedelt mit dem Schwanz und stürzt sich auf die Krümel, die vom Tisch wichtiger Männer fallen. Sobald sie ihn treten, werde ich sein verletztes Ego streicheln und ihn daran erinnern, dass er mir einen Gefallen schuldet. Tag 300. Meine Vorliebe für Blitzjustiz stärkt meinen Einfluss auf die Männer. Als Zuckerbrot spiele ich den Großzügigen und stelle Geld für den Bau einer Basis in Le Tutor bereit. Harte Arbeit und klare Ziele verhindern Machtkämpfe. Männer gehorchen, wenn ihre Knochen schmerzen. Mein Wort tritt mehr und mehr an die Stelle der armseligen Phrasen aus der Hauptstadt. Tag 350. De Luca, der Brigadegeneral von Porto Sirocco, stand heute bei mir im Büro. Er hat gestern einen Zivilisten überfahren. Ein Jammer, dass auf der Route, die er jeden Abend pünktlich wie ein Uhrwerk nimmt, die Laternen ausgefallen waren. Ich denke, ich sollte der Familie meines Boten mein Beileid ausdrücken. Tag 485. Ich wurde befördert. Als jüngster Oberst der Armeegeschichte unterstehe ich jetzt direkt Brigadegeneral De Luca. Meine Ernennung erfolgte im Rahmen einer bescheidenen Zeremonie über den Dächern von Cirilla. Der rasche und dezente Austausch von De Lucas innerem Zirkel geht gut voran. Ob ich die freien Posten mit meinen eigenen Soldaten besetzen sollte? Tag 500. Ich werde anordnen, dass alle auf den Südinseln stationierten Truppen in Friedenszeiten für infrastrukturelle Maßnahmen eingesetzt werden, um dem Volk für seine Unterstützung zu danken. Außerdem sorge ich dafür, dass die Einheimischen ständig meinen Namen hören, während wir ihre Straßen und Brücken instand setzen. Tag 750. Heute war ein Foto von General De Lucas Wagen nach seiner Fahrerflucht in allen Zeitungen. Ein Jammer, dass er ausgerechnet am Tag der Einweihungszeremonie in Tauros derart bloßgestellt wurde. Ich habe mich natürlich in aller Bescheidenheit bereit erklärt, ihn zu vertreten. Tag 790. Ein Abgeordneter des hiesigen Stadtrats hat vorgeschlagen, einen Diravello-Tag einzuführen. Ich habe natürlich abgelehnt und Oberstabsfeldwebel Duschko um Rat gebeten. Dieser hat mir versichert, er würde Präsident Dante den Antrag vorlegen. Ich spüre förmlich, wie diesem beim Gedanken, ein anderer könnte Karriere machen, die Galle platzt. Tag 792. Wie erwartet hat Duschko das Büro des Präsidenten über den Diravello-Tag informiert. In seiner Gier nach Verehrung plant Dante, sich in dem kleinen Ort Manea selbst feiern zu lassen. Der Hass der Menschen auf die politische Elite macht eine militärische Lösung immer wahrscheinlicher. Vor meinem geistigen Auge sehe ich schon, wie sie mir zu Ehren auf dem Stadtplatz eine Statue errichten.